Jetzt Hilfe! Fuck! Jody, komm schon! Komm schon, Jody, du packst das! Oh mein Gott! Komm schon, komm schon! Kommt denn ein Krankenwagen, Mann? Ich den Schlauch da drüben! Na los, Heilung! Oh mein Gott! Oh. Mach alles mit drauf, ey! Ist nicht tot! Jeden Plan! Ist nicht tot! Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Johnny? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt ein. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Das ist immer anders. Du musst nicht daran gehen. Ich lasse nicht zu, dass er den Müll unter der Brücke gebolzt hat. Und wir fahren zurück. Bin ich tot? Weil wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Ist sie meine Mutter? Es sieht ganz danach aus, weil Ähnlichkeiten zu Jody und ihrer angeblichen Mutter bestehen. Aiden? Leben wieder. Auf
das jetzt gut ist oder nicht. Das generell ja. Aber wieso ein? Ich wollte nicht mehr her. Können wir ein bisschen frisch machen. Ihre wunderschöne Mähne. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe Sie zu ihr. Ich würde erst den Haftbefehl zeigen. Zuerst wissen wir, glaube ich, auch, wieso Jodie geflüchtet ist und auf der Straße gelandet ist. Also? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Doch los, hätten wir jetzt dann damit abgeschlossen. Stan die Wahrheit erzählt, haben nur wenige Geld getan, was nötig war. Genug Geld, warmes Essen, Obdachlosen nach dem Abendessen geholfen. Haben nur wenige gemacht auch. Alle vom Feuer gerettet, keinen Selbstmordversuch über unternommen. Schläger besiegt, ehrlich übereiden. Nicht aus dem... Okay. Ja gut, ich habe zwei Fehler gemacht gehabt und dann war ich down. Das ist halt ein bisschen komisch mit der Steuerung. Aber gut, ich möchte es nicht auf die Steuerung oder so schieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Beyond the Souls. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Die erste Nacht. Damit herzlich willkommen hier zurück bei Beyond Two Souls auf der PS4. Und jetzt sehen wir wieder Klein Jody. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Sei tapfer, Schatz.
du bist so stark. Jody, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jody. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Harte Worte von einem kleinen Deine Kind. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jody. Wie gesagt, harte Worte von einem kleinen Kind und... Ich denke mal, dass es die Idee vom Adoptivvater war, weil er wollte anscheinend das Kind nicht mehr. Gucken wir mal ein bisschen Fernsehen. Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Ich muss gleich aber erstmal umziehen, denke ich mir. Weil da liegt ja noch der Pyjama. Einfach okay. Abgeschoben, wahrscheinlich. Wo ziehe ich mich um? Wobei abgeschoben kann man das ja nicht mal nennen. Es wird jetzt Zeit. Ab ins Bett, Jody. Dein Schlafanzug ist auf der Couch. Ich hab den doch schon in der Hand, Mensch. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Ich hoffe nicht, dass dieses Mal wieder Monster kommen. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Nacht. Keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Hoffen wir mal, dass uns nichts passiert. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Aiden kann anscheinend doch Jody glücklich machen. Ist eingeschlafen. Wow. Oh.
heißt nichts Gutes. Ich wusste es. Nicht schlafen. Was zum Arsch? Ich glaube, ich spinne. Böse. Passiert was? Da passiert was. Da passiert was! Mach dich ab von der Kleinen. Komischerweise nur als Kleinkind hat sie Angst davor. So also tauchen diese Kreaturen auf, die wir ja schon aus der Kluft kennen. Schon von früheren Erlebnissen. Erste Nacht. Tja, und damit wäre es schon gewesen. Dawkins und Eltern nicht ausspioniert. Ach, da sind wir gekonnt? Ich glaube, das geht erst etwas später, okay. Existenzen besiegt, Cole aufgeweckt. Nicht gespielter Weg. Okay. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Wir hören und sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.